Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Ollis Radioshow hier auf O1, Ihrem Lokalsender für Oldenburg und umzu. Heute in der Sendung der doppelte Dieter, nämlich zum einen Dieter Holzapfel und zum anderen Dieter Thomas Heck. Außerdem zu Gast Tim Fischer und ein Beitrag über die Oldenburger Pferdetage. Freuen Sie sich auf 55 unterhaltsame Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Glimmt in dem Schuppen, wo ich mich zur Nacht verkauf und wie all die anderen Puppen mir die Kerle schöner sauf. Du allein stehst seit einer Stunde unbeteiligt an der Wand. Komm mein Herz, ich schmeiß ne Runde, wir verjubeln den Verstand. Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut. Küss mir das taube Gefühl von der Haut. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert. Du bist schön. Was soll ich lügen, wenn mir wer wie du gefällt? Heute tu ich's zum Vergnügen, morgen nehm ich wieder Geld. Komm, wir wollen uns amüsieren, komm, du hast drei Wünsche frei. Lass uns keine Zeit verlieren, morgen stummt es schwer wie Blei. Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut. Küss mir das taube Gefühl von der Haut. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert. Ich hab's satt, mir kocht die Galle. Zappen tust du nicht mit mir. Heute können sie mich alle, bitte sehr. Da ist die Tür. Heute werde ich mich nicht ducken, sondern einmal all den werten Herren in die Fresse spucken. Haut schon ab und habt mich gern. Ich bin die Rinnsteinprinzessin, Gelegenheitsbraut. Küss mir das taube Gefühl von der Haut. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd. Morgen ist unser Palast nichts mehr wert. Du bist mein Prinz auf dem staubigen Pferd. Nichts mehr wert. Der Chansonnier und Schauspieler Tim Fischer ist wieder auf Tournee. Zara ohne Kleid heißt das Programm, mit dem er überall in Deutschland zu sehen sein wird. Am 9. November tritt Tim Fischer im Oldenburger Staatstheater auf. Die Hundestadt ist kein unbekanntes Pflaster für den Ausnahmekünstler, denn bereits im zarten Alter von 15 Jahren trat er mit einem klavierspielenden Bekannten im Kapitol auf. Das Bistro am Waffenplatz gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber für Tim Fischer war die Lokalität der Beginn einer einzigartigen Karriere. Zara muss mal wieder aus dem Haus. So begründet der in Delmenhorst geborene Sänger die Notwendigkeit, Lieder der großen Leander zu singen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Tim Fischer. Tim, du bist in wenigen Tagen wieder in Oldenburg mit dem Programm Zara ohne Kleid. Worauf dürfen sich die Zuschauer denn freuen?
Na, auf mich natürlich und auf Rainer Bielfeld und auf Zara Leander Lieder. Also ich freue mich sehr auf Oldenburg, bin ganz glücklich, dass ich wieder im Staatstheater sein darf. Und ja, es ist das erste Programm, das ich jemals gemacht habe. Das ist eben ein Abend, der sich aus Liedern von Zara Leander zusammensetzt und Lieder, die sie gesungen haben könnte oder die sie vielleicht singen würde, wenn sie noch leben würde. Also dieser Abend charakterisiert die Person Zara Leander, die Figur Zara Leander politisch, aber eben auch eine Filmdiva, die ja ganz, ganz großartig war. Du hast es gerade erwähnt, es war dein erstes Programm. Ich glaube, es ist von 1991, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube auch. Ja. Also es ist jetzt so 18 Jahre her. Und mit dem Pianisten, mit dem ich das damals gemacht habe, mit dem Rainer Bielfeld, mit dem habe ich mich wieder getroffen vor 2 Jahren in Köln. Und er hat da im Hotel abends die Gäste unterhalten, saß am Flügel und ich kam rein habe zu Rainer gesagt, also du Rainer, sag mal, wollen wir nicht auch irgendwie was zusammen singen, ne, nach so vielen Jahren? Und das haben wir gemacht und wir haben diese Hotelbar total auf den Kopf gestellt und die Leute haben uns so gefeiert, dass wir uns gesagt haben, wir müssen unbedingt wieder zusammen auftreten. Und der Kuchen ist aufgegangen, wir feiern überall, natürlich auch in Oldenburg, riesige Erfolge. Was fasziniert dich denn an Zara Leander? Warum hast du dich für diese Künstlerin damals und jetzt eben wieder entschieden? Also erstmal hatte sie natürlich eine große Faszination, nicht nur auf mich, auf viele, viele tausende Menschen, weil sie die Leute ganz eigenartig gepackt hat und zum Zuhören gezwungen hat. Also sie hatte ja so eine sehr behäbige Art zu sprechen und also wirklich auf den Konsonanten so rumzukauen. Man konnte die Geschichten sehr, sehr gut nachvollziehen. Sie hat einem wirklich geholfen, dass man die Texte, die Geschichten, die sie erzählt hat, eben gut verstanden hat. Und außerdem, ja, war sie eine schöne Frau, ne? Eine tolle Schauspielerin und hatte merkwürdigerweise sehr viel Ähnlichkeit mit meinen Großmüttern. Ich habe eine Großmutter, die wohnt in Hude, die ist Norwegerin und die hat also diesen skandinavischen Singsang in der Stimme. Und meine andere Großmutter, väterlicherseits, die ist leider schon gestorben, aber die war eben immer geschminkt wie ein Filmstar. Und eine Mischung aus meinen beiden Großmüttern, die hätte dann wahrscheinlich Zara Leander ergeben. Und ja, so war mir Zara Leander eigentlich auch sehr vertraut. Also war eigentlich eher ein Familienmitglied als ein großer Star für mich. Aha, jetzt heißt das Programm ja Zara ohne Kleid. Ja. Eine Frage, die man dir wahrscheinlich schon 100.000 Mal gestellt hat, aber ich möchte sie trotzdem nochmal gerne stellen. Warum heißt es ohne Kleid? Ja, also ich wollte damals einfach deutlich machen, dass es keine Travestienummer ist. Also Zara Leander wird ja meistens mit Federboa und Glitzerkleid und großer Perücke dargestellt und das war überhaupt nicht mein Anliegen. Also ich mache keine Travestie, sondern beschäftige mich mehr mit den Inhalten. Ne? Also es ist keine Zara Leander Kopie, sondern es geht um die Figur und ich spiele die Leander aber ohne hinter Kostümen zu verschwinden. Du bist ja schon, ich glaube, über 20 Jahre auf der Bühne, bist ja hier Oldenburg angefangen. Wann hast du damals eigentlich deine Liebe zum Chanson und diese Art von Liedern entdeckt? Wie ist das bei dir angefangen? Also ich habe immer schon auch mit meinen Tanten und so, die haben ja immer mit mir gesungen und also zum Teil eben die norwegischen Lieder und aber auch das Lied Lili Marleen wurde vermehrt gesungen und das hat mich total gepackt. Die Atmosphäre in diesem Lied fand ich ganz gruselig und gespenstisch. Mich hat sowieso auch immer alles Alte sehr interessiert. Ich fand, das war alles ein bisschen kunstvoller gemacht und nicht so glatt und eben dieses Lied Lili Marleen hat mich total fasziniert und dann habe ich irgendwann den Film von Rainer Werner Fassbinder gesehen, der auch eben Lili Marleen heißt und die Geschichte der Lili Marleen erzählt. Ja, und so kam ich eigentlich dazu, dass ich dann eine Freundin, die in Hude eben auch mit mir einen Tanzkurs gemacht hat, die habe ich gefragt, sag mal, du kannst doch Klavier spielen, ich kaufe ein paar Noten und dann lass uns doch mal irgendwie ein bisschen auftreten. Und dann war ich auf dem Stadtfest und damals gab es eine Kneipe, die hieß Kapitol. Ja, da stand auch ein Klavier und da sind wir so rumgetingelt und dann ging das eigentlich relativ fix. Also ich bin auf Straßenfesten und im Zirkus aufgetreten, habe da mit Laura Musik gemacht und habe dann nach einer Zeit den Rainer Bielfeld eben kennengelernt und bin dann nach Hamburg gegangen ins Schmidt-Theater. Tim, bleib bitte einen Moment dran, wir reden gleich weiter. Jetzt ein Ausschnitt aus dem Programm Zara ohne Kleid.
Sie hören Ollis Radioshow zweimal im Monat neu hier auf Oldenburg 1.